Hallo, meine Lieben, da bin ich nochmal und zwar zu einem kleinen Pop-out-Video. Ich habe Restchen gegossen. Machen wir erstmal die kleinen hier. Das sind meine Buchstaben und das sind meine Sailor Moon-Form. Kennt ihr ja, habe ich gemacht aus meinem Reste-Restchen, das ich hatte. Aber die kennt ihr ja schon. Und oh, doch, hat funktioniert. Ich habe gerade gedacht, es ist abgebrochen. Und ja. Gibt es hier nicht viel zu sagen. Sind einfach nur schön. Dann hatte ich eine neue Form. Auch Buchstaben, diese kleinen Buchstaben hier. Das auch einmal komplett das ABC. ABC drin. Habe ich auch in Kleinbuchstaben, aber dafür hat es nicht mehr gereicht. Und wenn ich Resterissen habe, dann mache ich das meistens da rein, weil mit den Buchstaben kann man ja auch Post schreiben oder den Namen, wenn man was verschickt. Und darum finde ich das recht cool. So, das war die. Mache ich später sauber. Dann haben wir noch Zahlen. Die 0, die 9. Das war schon die 9, 8, 7, 6, 5, die 3, die 4, die 2 und die 1. Soll ich nicht zusammen machen, weil die mache ich immer extra in der Box. Dann habe ich hier meine Buchstaben. Da habe ich das Glitzer von Eden mit Herz reingemacht. Mal. So. Ich habe hier meine Boxen, wo ich die Buchstaben drin habe. Sind das die großen? Nein, das sind die kleinen. Das sind zum Beispiel jetzt die kleinen Buchstaben. Ich dachte, das sind jetzt die großen, aber jetzt kann ich ja die schon gleich so einsortieren. A, dann habe ich hier B, dann C, D. Das noch mal ein E. E ist dreimal dran, was ich auch cool finde. F. G. Also es ist auch eine Form, wenn die kaputt geht, dass ich sie mir auch nachkaufe. Und bei Wish kostet ja nicht viel. I, J, K, L, S, M. Ich finde den Glitzer so toll. N. O. P. Q ist nur einmal drin. Glitzer, aber das macht nichts. Das kann man einfach wegmachen. Q. Dann ist die
Box auch schon fertig. Cool. Dann kommt hier das R. S. Das T. U. V. W. X, Y und Z. So. X, Y und Z. Und ja. Eigentlich könnte ich hier die Buchstaben hier reinmachen. Dann gehen sie nicht verloren. Ja. So, das war einmal das. Dann fangen wir hier an. Ich habe ja schon lange kein Resin mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die geworden sind. Oh, Totoro. Und da habe ich das Glitzer eben von Ideen mit Herz ausprobiert. Der gefällt mir. Dann hier nochmal Totoro. Dann hier eine Ente. Gefällt mir richtig gut. Hier ist so ein Fuchsi. Und da ist eine kleine Luftblase am Ohr. Das ist nicht schlimm. Also ich habe, es sind auch nur zwei Schichten jeweils. Also bei allen. Weil ich mache die erste klare Schicht mit dem Sticker. Dann mache ich nach ein paar Stunden mache ich dann Glitzer drauf. Und dann nochmal nach ein paar Minuten mache ich dann gleich die zweite Schicht dann drauf. Der ist auch hübsch. Total cool. Dann habe ich hier die. Hier oben sind Minion drin, ne? Die holen wir zum Schluss. Und da haben wir hier einmal die süße Giraffe. Die ist ein bisschen gebogen, aber finde ich nicht so schlimm. Finde ich total süß. Werden auch alles Schlüsselanhänger. Finde ich auch total knuffig. Und der Koala. Auch total süß. Und jetzt kommen meine Minions. Und er gefällt mir. Ja, der ist toll. Der ist auch total toll. Und einmal. Ich muss mir immer angewöhnen, die Form gleich sauber zu machen, weil ich zeige es euch gleich. Und einmal den hier. Der gefällt mir auch mega. Bei der Form vergesse ich das immer. Und die sieht dann immer so aus. Und da weiß ich euch. Ich weiß, dass ich Schnitzel und so eingegossen habe. Aber wie Eulis. Da sind vier Eulis drin.
werde ich wahrscheinlich ein Loch durchbohren und sie so befestigen, ohne Haken, weil die so dünn sind. Oh, die sind schön. Bisschen Kawaii. Gefallen mir recht gut mit dem Glitzer. Könnt ihr ja mal in die Infobox schreiben. Hier haben wir nochmal Totoro. Das müssten die Enden sein. Ob das jetzt schöner aussieht in einem in einer runden Form oder einer viereckigen Form. Ich finde es beides schön. Und dann hier nochmal eine Ente. Und hier nochmal eine. Wow. Das hat auch total was mit einem schwarzen Hintergrund. So. Muss ich dann gleich sauber machen. Und dann habe ich noch 4 Pfoten. Wow, oh, da ist ein Glitzer. Das Glitzer ist total genial. Glitzer reingeflogen, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Das sollte nun mal 2 verschiedene Schwarz sein. Ah ja, jetzt sieht man es, schaut. Das deckende Schwarz und ein bisschen transparente Schwarz. Sie gefallen mir auch mega. Jetzt sieht man es noch mehr. Mit lila und blau und einmal mit lila, also 2 Pfoten in einer Farbe. Und 2 in verschiedenen. Und ich habe sehe wie gar keine Blasen dran, nur hier am Rand. Cool. Ja, die werde ich fertig machen und zum Tausch anbieten. Nur hier. Ja. Ist nicht getrocknet. Seht ihr? Da werde ich wahrscheinlich Lack oder so drüber machen. Mal gucken. Jetzt bin ich voll schwarz. Ja, das war's mit meinen Resin-Teilchen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche ihr am besten findet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!